euch meine 10 Favoriten zeigen. Das ist so eine Videoreihe mit ein paar anderen Mädels. Ich verlinke euch alle Kanäle unten in die Infobox. Schaut euch gerne bei den Mädels vorbei. Ja, ich fange auch gleich einmal an. Fang mal an mit Make-up. Meine absolute Lieblings-Lidschattenpalette ist von Tom Ford, die habe ich ja von meinem Freund geschenkt bekommen. Diese, wartet kurz, Body Heat 03 Lidschattenpalette. Ich liebe die. Also es geht nichts. Ich habe die heute auch wieder drauf. Meistens verwende ich es, wenn ich nicht weiß, was ich schminken soll, da verwende ich es dann immer. So sieht die aus. Schaut auch schon sehr stark verwendet, finde ich, aus. Aber ich liebe diese Lidschattenpalette. Die wird meistens benutzt, wenn ich nicht weiß, was ich verwenden soll, verwende ich meistens immer die. So wie heute, ich habe auch die wieder drauf. Zwar nur immer 2 Farben, aber ich liebe diesen Make-up-Look. Was ich noch gerne verwende, was ich so für mich entdeckt habe, dank einer Freundin, weil sie mir mal einen geschenkt hat, sind von MAC die Dazzle Shadow Liquid. So sehen die aus. Also den habe ich jetzt aktuell in Verwendung, den habe ich auch oben. Ich liebe die. Die trocknen auch zwar schon ein bisschen aus, aber ich finde nicht so schnell wie andere, dass man sie gar nicht mehr verwenden kann. Ich habe den euch mal in ein Aufgebraucht-Video gezeigt, wer meine Videos kennt, weiß das. Ich finde den mega, mega gut. Bleiben wir noch beim Make-up, da habe ich noch 2 Sachen. Von Shiseido habe ich ganz, ganz neu entdeckt. Das ist eher mal was Neues von meinen Favoriten. Habe ich die Sport-BB-Cream entdeckt. Ich liebe die. Ich habe sie gerade aktuell drauf. Ich muss sie nur vorher gut schütteln, weil wenn ich das nicht mache, ist sie viel zu dunkel für mich. Jetzt passt sie komischerweise im Urlaub in Bad Ischl. Habe ich die manchmal nicht geschüttelt und da war sie mir viel zu dunkel. Hat ziemlich doof ausgeschaut. Aber ich liebe die. Es ist nicht so schwer auf der Haut und sie lässt sich gut verteilen, gut einarbeiten in die Haut. Ich will, glaube ich, gar keine andere BB-Cream mehr verwenden als diese hier. Obwohl Shiseido ja sehr teuer ist, aber ja. Einen Highlighter habe ich auch von MAC. Den liebe ich ja heiß. Ich muss zugeben, ich habe da ein bisschen geschummelt. Ich habe den damals bei meinen Back-to-Mac-Sachen eingelöst. Und der ist wirklich schon sehr stark verwendet. Seht ihr hier. Der ist wirklich schon sehr, sehr stark verwendet. Das war mal, glaube ich, aus einer Limited Edition. Der Dazzle Gold Highlighter. So heißt der. Ich liebe den. Jedes Mal, wenn ich den drauf habe, fragen mich urviele, also Kolleginnen zumindest und so, fragen mich dann immer, was ich oben habe, weil ich liebe diesen Highlighter. Ich glaube, den könnte ich mir dann leider gar nicht nachkaufen, weil dem würde ich extrem hinterher trauern. Ich habe gerade in den Spiegel geschaut, dem würde ich mega hinterher trauern. Noch pflegelastig eher, ich habe glaube ich nur ein Pflegeprodukt eigentlich reingegeben. Naja, nicht ganz wahr, ich habe dann noch so eine Bodylotion, aber zu rein Lippenpflege habe ich das hier. Das habe ich mal von meiner Freundin bekommen, das ist eine Lippenmaske. Ich habe seitdem weniger Probleme mit so trockenen Lippen, wenn ich so Liquid Lipsticks oder so benutze. Da ist sogar so ein Spatel dabei, den habe ich aber jetzt im Badezimmer und ich habe sie schon relativ gut benutzt. Aber wie ihr sehen könnt, ist da so viel Produkt drinnen, das ist echt heftig. Aber ich mag die. Ich kenne die Marke zwar nicht, sagt mir überhaupt nichts, aber ich liebe dieses Produkt. Man wacht auf und am nächsten Tag sind die Lippen wirklich weich. Ich habe das noch nie vorher gekannt und seit die Freundin mir das geschenkt hat, bin ich mega verliebt in das Produkt. Ich habe es aber, glaube ich, auf Amazon oder so schon mal gesehen. Dann, da schummel ich ein bisschen, weil da habe ich 2 auf einmal gleich in dem Video, habe ich einmal meinen Lieblingsduft zurzeit. Ich trage den rauf und runter. Man kann es, glaube ich, auch ein bisschen erkennen, dass er ein bisschen verwendet ist, aber irgendwie will der nicht leer gehen. Ich habe ihn heute nämlich auch drauf. Das ist von Elizabeth Arden, der Green Tea Pear Blossom. So sieht er aus. Ich liebe den. Und am liebsten mag ich ja die Bodylotion. Den Duft habe ich mir auch noch einmal nachgekauft. Den habe ich nämlich bei einem Marionneau um 12 Euro erwischt. Wenn ihr meine Videos schaut und kennt, habe ich euch das schon mal in einem Haul-Video gezeigt. Und die Pear Blossom Bodylotion, die sieht so aus. Die hat ja auch diese Kügelchen drinnen. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Jetzt, glaube ich, kann man es ein bisschen sehen. Die hat ja diese Kügelchen drin, die aufplatzen, wenn man die auf der Haut verteilt. Ich liebe diese Creme. Ich liebe die. Es geht nicht so über diese Bodylotion. Diese Green Tea, die kann ich leider nicht verwenden. Ich wollte mich mal mit der anfreunden, weil die auch diese Kügelchen drinnen hat, aber die stinkt bestialisch bei mir auf der Haut. Geht leider gar nicht. Deswegen hype ich die so extrem, weil die hat auch diese Kügelchen drin und hat so einen geilen Pflegeeffekt.
Ich habe Gott sei Dank ja noch ein paar Backups, aber ich glaube, wenn die leer gehen wird, werde ich trotzdem traurig sein drüber, weil ich liebe dieses Produkt einfach. Beide sind mega und ich bin froh, dass ich von dem Duft auch noch ein Backup habe, ich kleiner Junkie. So, die letzten Produkte sind sehr Cathea Vera-lastig. Ihr wisst ja, das ist die Müller Eigenmarke und ich liebe die Müller Eigenmarke. Ganz besonders liebe ich die Ampullen. Die mag ich wirklich, wirklich gerne. Ich finde, die schäumen auch nicht mehr so wie früher. Ich glaube, die vom Standardsortiment schäumen viel mehr. Das war jetzt mal eine Limited Edition, die gibt es leider nicht mehr. Aber Cathea Vera bringt laufend immer neue Limited Editions raus. Die Ingwer-Limette war einer meiner Lieblingen, aber die gibt es nicht mehr. So wie, da habe ich ein bisschen geschummelt. Da zeige ich euch zwei, weil ich kann mich immer noch nicht entscheiden, ob ich die Kirsche jetzt mag oder nicht. Kann ich mich noch immer nicht entscheiden. Aber die Kokos liebe ich, dieses Lippenmasken-Ding. Ich habe ja die vom Standardsortiment auch probiert, aber ich bin bei der noch nicht so sicher, ob ich die mag oder nicht. Da muss ich noch ein bisschen durchchecken, ob sie mir so gut gefällt wie die anderen. Sie riecht auch mega gut, aber ich weiß nicht, ob sie denselben Effekt macht. Aber die Limited Editions, was es gab, fand ich wirklich gut und ich hoffe, dass sie nächstes Jahr auch so eine Limited Edition rausbringen, weil die waren wirklich gut. Schade, dass ihr die halt leider nicht mehr kriegen könnt. Mein letztes Produkt, und dann bin ich schon durch, ich war ziemlich schnell, oder? Ups. Ist die Cathea Vera Lemon Cupcake Maske. Ich habe noch nie ein Produkt gehabt, in das ich mich so verliebt habe wie das. Sorry, dass ich so wackel. Die sieht so aus. Ich habe die so, so gerne verwendet. Jetzt aktuell gibt es ja Gott sei Dank noch. Ich habe sie mir schon gebunkert. Ich meine, ich werde so gut es geht, sie mir trotzdem noch weiterhin bunkern, weil ich will nicht, dass die jemals in meinem Backup-Kasten ausgeht. Aber die ist wirklich, wirklich gut. Ich mag sie echt gerne. Ich finde, die macht ein schönes Hautgefühl, verfeinert die Poren. Also der Duft ist mega. Ich lasse die sogar manchmal zu lange oben wegen dem Duft. Nicht nur 10, 15 Minuten, sondern lasse sie sogar länger oben, weil ich den Duft so gut finde. Aber ja. Ja, leider ist sie limitiert, aber ich hoffe, dass sie noch lange im Sortiment bleibt. Auch eines meiner absoluten Favoriten, wirklich. Ja, das war jetzt ein bisschen kurz, sorry dafür. Aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Schaut auf jeden Fall bei den anderen Mädels dabei, die noch dabei sind oder die Videos schon hochgeladen haben oder die Videos noch nachträglich hochladen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video oder ihr kommt neu dazu. Mal schauen. Bis dann, bye!